Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play! Das hier, Trails of Cold Steel. Oder The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. Wie man auch möchte. Erstmal die freien Profile, die ich beim letzten Mal versprochen habe und zu denen wir dann halt zeitlich nicht mehr gekommen sind. Oder so. Eine Runde auf Bike. Ich stehe mittendrin. Ist immer sehr unterhaltsam anzusehen. Da haben wir es. Biking Trips. Yeah. Ja, ich weiß. Ist vielleicht nicht so cool, wie man es sich vielleicht vorstellen möchte, würde, aber. Dann. Machen wir es der Reihe nach. Machen wir erst die freien Profile, die ich bekommen kann. Dann kümmern wir uns um die Bündnisereignisse. Da ist übrigens tatsächlich nichts sonderlich Wichtiges. Also wir bekommen nicht irgendein Profil-Update. Hallo. Oh. Eine Klingel. Eine Glocke, wie auch immer. Ich glaube, so wie die Katze läuft, müsste man annehmen, dass ein Bein gebrochen ist oder so. Ja. Ach, schön. Miau. Miau, miau. Huh. Hat die Katze mir gerade ein ernstes in die kalte Schulter gezeigt? Eine Katze? Ich meine nur. Okay, aber gut zu wissen. Merkt euch die Katze. Katzen sind immer gut. Speziellen Kugeln, na gut. Irgendwas in Crossbow. Huh. Ich frag mich, worüber sie reden. Wir können ja stehen bleiben und einfach zuhören. Huh. Aber nein, das wäre unhöflich. Anyway. Gut, nachdem wir das gemacht haben, können wir wieder zurück. Ist auch ein bisschen traurig, aber. Dann, Bibliothek. Dann ein. Ja, doch schon. Ich würde gerade sagen, dann ein Juices finden. Die ist langweilig, deswegen kommst du in eine Bibliothek, um Bücher zu lesen. Sollen wir abhängen, yo? In einer Bibliothek abhängen ist. In gewisser Weise der blödeste Ort, den man nehmen kann, ne? Weil man eigentlich nicht ständig reden sollte. Aber gut, was auch immer. Vampire? Ich meine, okay, Hexen und Geister nochmal nebenher, aber auch noch Vampire? Seht mal, da sexy Juices, nehme ich an. Tatsächlich. Also ich stelle es mir tatsächlich wirklich furchtbar vor, wenn man ständig beobachtet wird, ne? Und als so ein Nobler ist das ja in dieser Welt wohl einfach Tatsache, dass man ständig eingenutzt wird. Sagt er sogar täglich. Man kann der Adligkeit nicht entkommen, also mit der man geboren worden ist, wohl bemerkt.
Alles andere wäre irgendwie merkwürdig. Ranku ab! Yeah. Stufe 4. So freundlich, wie ich ein mit einem Mann sein kann. Scheinbar, augenscheinlich. Naja, scheinbar geht eigentlich auch 5. Nur, vielleicht zeigt er mir da nur 4 an erstmal. Keine Ahnung. Anyway. Hier rein. Was treibst du da, Vieh? Nicht viel, einfach nur nach dem Ort zum Pennen suchen. Yeah. Sie sah schon sehr begeistert aus wieder. Ja. Und jetzt? Magst du Nickerchen? Die sind okay. Im Gartenclub? Echt? Sie lässt nichts wachsen im Gärtnerclub? What? Frage. Okay. Der perfekte Club für mich. Man muss nie da sein. Vieh springt aus dem Fenster. Vieh springt aus dem... Ja, okay. Ah, ja. Warum auch nicht? Ich meine, wir teleporten. Sie springt aus Fenstern. Was soll's. Gut, wahrscheinlich laufen wir eigentlich, aber es ist so, als würden wir porten. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Ich drücke ein paar Knöpfchen und zack, bin ich in dem Gebäude, wo ich sein will. Von daher... Also wenn das schon unmenschlich ist, ich meine, okay, zugegeben, ich würde auch nicht aus dem Fenster springen. Aber wenn das schon unmenschlich ist, dann sind, glaube ich, fast 90% aller Charaktere, die jemals in einem Anime vorkamen, unmenschlich, weil die springen ja förmlich alle einfach aus dem Fenster. Falscher Knopf. Nein, weiter. Ich hab's gleich. Nachdem wir jetzt jedenfalls diese Events angeguckt haben, können wir... noch eine geheime Quest starten. Öfa. Yeah, nice. Auch da wieder, ne? Da kommt ein fremder Typ. Könnte eigentlich auch eine Frau sein, darum geht's nicht. Aber da kommt eine fremde Person zu dir und glotzt dann das Bild an. Beziehungsweise glotzt dich und das Bild an. So. Also habe ich das Gefühl, die hält den Pinsel so, als müsste er runterfallen, aber... Naja. Ah. Du hast Blumen bestellt, die aber nicht geholt und die brauchst du, um das Bild zu machen? Ja, dann sollten wir sie mal abholen. Hoffentlich. Schneelinien, aha. Aber genau das meine ich. Das ist... Er musste jetzt erstmal ihren Namen erfahren, um halt besagte Blumen abholen zu können. Das ist schon krass. Ja. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Noch eine Blume. Eine große Rose. Oh.
Ist auch nicht wie leichtes Laufen aus, eher leichtes Hüpfen, aber. Völlig okay. Alles kein Problem, ne? Ich bin zu schwer zum Hüpfen. Nein, nein, nicht wirklich, aber. Ich drücke immer den falschen Knopf jedes Mal. Ich weiß auch nicht, ich habe einen Hang dazu, den großen Knopf zu drücken und nicht das kleine Options. Aber, naja. Ja, ich bin so ein netter Kerl. Und überhaupt nicht nervig. Und oder daran begeistert, ein Harem aufzubauen. Jung und leidenschaftlich zu sein. Ich meine, Rose, ja. Viel Glück. Protagonisten-Gene schlagen wieder zu. Rin versteht nix. Aber, naja. Gewöhnt euch dran. Protagonisten-Alarm, wie immer, ne? Wenn jemand mal nicht so wäre wie ein Toastbrot, dann würden wir es wahrscheinlich nicht merken. Yeah. Protagonist. Sowas von Protagonist. Ach Gott. Das macht Sinn. Das ist ein süßer Modell. Aha. Ja, er ist ein Protagonist. Was soll er machen? Er versteht sowas nicht. Mir angenehme warme Socken. Warum hat sie Socken? Ein abkühlender Gürtel ist irgendwie auch merkwürdig, aber diese Sache mit den Socken? Also, woher? Warum? Aber ja, Zwillingsschwester und die andere gar nicht da? Hm. Naja, anscheinend nicht. Ich hätte gedacht, dass es irgendwo auch die andere geben würde, aber nö. Hallo, Lotte. Leidenschaft. Leidenschaft. Anyway, das war das. Und weil wir jetzt noch Zeit haben, sollte ich... Moment, ich sollte eine Sache überprüfen. Für den Fall der Fälle. Habe ich für den Fall der Fälle... Analyze habe ich. Nur für den Fall der Fälle. Wir nehmen das mal kurz rein, nur für den Fall der Fälle. Ich will's nur für den Fall der Fälle haben. Weil, wie gesagt, ja, jetzt wird's dunkel, wir gehen jetzt rein und am nächsten Tag haben wir wieder das Kampftraining, das praktische Examen. Oh, Rin. Und weil ich da nicht sicher bin, ob
beziehungsweise mit wem ich kämpfe, ob Elliot dabei ist oder Emma, ein Analyze dabei und die Sache ist gegessen. Ha, good evening. Evening. Did you just get back too? Yeah, I was busy with club-related work until just now. I'm glad I ran into you, though. I heard from Elisa that you went into the old schoolhouse again? Yeah, and we made some pretty crazy discoveries while we were at it. We're going to need to keep investigating that place on a regular basis, I'd say. Well, I'd be more than happy to accompany you next time. The request was made to the whole of Class 7, after all, and I'd like to do everything I can to help. Really? That's very kind. Thank you. Maybe I should ask Fee next time, too. And Eusis and Machias, while I'm at it. Huh, Fee would be a good choice, at the very least. I'm sure she'd be more than happy to accompany us, or more than willing, anyway. As for Eusis and Machias, I'm sure a chance will present itself for them to make friends eventually. Maybe then? One can only hope. We really have to do something about those two already. Oh my! Reen! What happened to your right hand? Oh, this? A beautiful lady I ran into in town did it. Or at least I think she was a lady. Come again? A black cat with really glossy fur. I've never seen it around before. I assume it belongs to someone in town since it was wearing a blue ribbon and a bell. I must have done something to offend it though, because it got all grumpy out of nowhere and scratched me up pretty good. I'm so sorry. What? Please, sit down on the sofa. I'll bring a first aid kit and dress that wound right away. Thanks. Do you know it or something? No, not at all. I've just seen it around town a few times. Anyway, I'll go get the first aid kit. Don't go anywhere. It's just a little scratch. I don't know why she's making such a big deal out of it. I've never seen Emma get so flustered before. Should do it. This textbook Emma lent me is really helpful. I might actually be able to get decent grades on next month's midterms thanks to her. Doubt I'll be able to even come close to matching her own grades, though. Or Machias's, for that matter. I wasn't trying to help you. But I did cause you some trouble during last month's field study, so... Whether you're a noble or not is beside the point. The bottom line is you lied to me, and I simply cannot trust those who lie. There's a lot about both Machias and Eusis that we don't know. Maybe in time we can discover something about them that'll help us mend their relationship a little. This seems like a good place to stop for a quick breather. Aben time is about to start anyway. The day is done and it's time to cast off your cares right here. It's the Misty you know and love coming to you live from Radio Trista. Oh, actually, I guess it's already started. Misty's voice is always so soothing. Second half of
Erebonia is beginning to reach its peak. It's the perfect time of year to enjoy nature, and the weather is absolutely perfect for a great hike. Listeners in Heimdall have Modder Park to enjoy with its spectacular glass garden. Though, for those willing to hop on a train, I heartily recommend a trip to Lunaria Nature Park. Administrative issues kept it closed for a while, but it finally reopened this month, and it's worth making the trip. You can relax and take in the scenery of this vast, almost mystical forest, and then grab a cold beer on the way back. I can't think of a better way to spend the weekend, can you? Whoops! With all you students tuning in, maybe I shouldn't recommend boozing it up, should I? You might not be able to grab a cold one just yet, but fresh milk or fruit juice are pretty refreshing in their own way. Anyway, let's see who sent us some mail today, shall we? This first one's from future three-star chef from Bereahard. Auch hier wieder, ich weiß zwar nicht, warum sie sich jetzt nicht die Mühe gemacht haben, das nochmal zu machen, aber ist egal. Schnippidi schnapp, da ist das Ding. Hallo. Schönen guten Tag. Das ist ein anderes. Okay. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist und wie es funktioniert, aber... Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Ha, ich wusste es. Also, dass ich jemanden brauche, der analysieren kann. Vier gegen eins, ist nicht nett. Aber, naja. Wem sage ich das, ne? Außer dem Abenteuer. Gut, gut, das passt alles, sollte alles gut sein. Ich bin nur am Überlegen, ob ich das jemand anderem gebe. Das hat doch einen guten Grund, warum ich mir das überlege. Von daher, keine Sorge, ich bin nicht einfach nur dumm. Könnte man meinen, aber nein. Ja, jetzt brauchst du uns nichts. Er macht das schon so. Wegwerfen, Handbewegung, was soll das denn? Ich werf dich gleich weg auf den Müllhaufen. Mülldeponie. Auf die Müllkippe. So, jetzt hab ich's aber. I welcome all challengers. Na, cancel an enemy art ist unsere Herausforderung, die wir zu machen haben. Cancel ist wiederum impede etc. Ne? Also das, was wir alle schon so kennen. Von daher, da müssen wir uns keine großen Sorgen drum machen. Wahrscheinlich muss ich mir so oder so keine große Sorgen um das Viech machen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte es erwähnt haben. Also wir analysieren ihn eben, schießen auf ihn. Und ja, jetzt bevor ich ihn umbringe... Achso, Moment, ich habe keinen Links gesetzt. Ich bin auch dumm. Nicht, dass das super wichtig wäre, aber... Ne. Jetzt muss ich halt darauf warten, dass er eine Art einsetzen will, sonst wird das hier nichts. Nur, dass wir alle zu schnell sind. Außer Lisa vielleicht. So. Also der Punkt ist halt, wir müssen eine Art Kitzel nicht. Wir können oder wenn wir Langeweile haben, dann machen wir das. Nein, ich muss das machen. Thunderstorm ist übrigens keine Art. Könnte man meinen, ist es aber nicht. Let's go. Right.
Ne? Art ist das, was wir da gerade machen. Dieses, ne? Fehlers zum Beispiel. Wäre eine Art. Das hat übrigens echt wehgetan. Leave it to me. Right. Here we go. Ja, ich weiß, spannend, spannend. Aber wir wollen die AP haben. Da haben wir's. Ja, wir zaubern. Wir setzen Autumn Leaf Cutter ein, hat das Kommando Impede. Beziehungsweise den Bonuspunkt Impede. Das ist weich gerade. Dadurch haben wir seine Art unterbrochen. Kampf fertig. Das Schwerste war also dazu, ihn zu bekommen, gerade eine Art einzusetzen. Naja, und ihn zu analysieren dabei. Aber ja, haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Gut gemacht. Tretet vor. Feder folgt ihr beiden. Ich meine, wir sind zu fünft. Also in der Theorie müssten die drei es ausgleichen können. Und so wie ich viel kenne, müsste sie es eigentlich erst recht ausgleichen können. Aber naja. Oder auch nicht. Das hätte ja klappen können. Böse Kork. Today's practical exam. Ja. Warum reden wir auf einmal doch? Next, I'll be announcing the details of this weekend's field study. Each of you, please come forward and take one of these. These assignments. Berea Hard and Saint Arc. Both very well-known cities here in the Empire. Berea Hard's the capital of the Kreuzen province in the east, right? And St. Arc is the capital of Sutherland in the south. Two provincial capitals. They seem like fair choices. I guess they are, but... That's the least of our worries. Is this some kind of sick joke? Instructor, what are you trying to prove? Do you have some sort of personal vendetta against us or something? For a change, I agree with him. This is ludicrous. I refuse to accept these group allocations. Change them at once. I don't know. They seem pretty perfect from where I'm standing. Besides, you're from Berea Hard, so putting you in Group A was a no-brainer. Then put me in Group B! I'm not thrilled at the thought of going to St. Arc either, but it's better than gallivanting off to his hometown. Besides, everyone knows Berea Hard is like a breeding ground for nobles and their dusty old ideas. The place is crawling with them. Well, I can't deny that. Especially since that's exactly why I put you in Group A to begin with. I'm no army officer, so I'm not about to go telling you that my orders are absolute and such. That's much too military for my liking. But I am your instructor, and it's my duty to look out for your best interests, which I feel is exactly what I'm doing here. So if you have any objections, then how about the two of you try to make me listen to them by force?
Interesting. You're not seriously going to... Oh, come on, don't... Male pride is so predictable. I knew you couldn't possibly turn down an offer like that. And I wouldn't have it any other way. Three of you. Yes, instructor. What a powerful aura. All right, it's time for some extreme extra credit. If you think you can convince me to change your assignments, well, let's just see how well you measure up. All right, show me what you got. Here we go. Großes Problem, also für mich theoretisch, weil ich jetzt niemanden habe, der sie analysieren kann. Ich war mir nicht sicher, ob ich den anderen Gegner vielleicht unter Umständen volle Kanne umhaue und jetzt haben wir den Salat. Ist eigentlich egal, was wir machen. Very well. Aber er kann es halt nicht. Ich weiß nicht mal, was für eine Ausrüstung er hat. Das ist nur für den Fall. Impossible. It's my turn. Und er kann das auch nicht. Das kann halt für mich heißen, ich muss den Part nochmal neu machen. Weil ich sie gerne analysiert hätte, Level 49. Naja. Ach, mach ja. Lass es wenigstens versuchen. Naja, wir könnten ja mal voll krass drauf sein. Wenn ich schon untergehe, dann mit Stil oder so ähnlich. Aber ja, das heißt, man kann den Kampf nicht gewinnen, von daher. Aha. Leave it to me. How about this? I'm sorry, this kept happening. Also macht euch da keine Sorgen, man kann den Kampf nicht gewinnen. Das ist halt nur... Analysiert hätte ich sie halt schon ganz gerne. Das heißt, ich werde gleich den Part nochmal nachspielen. Im Schnelldurchlauf, wo bemerkt. Dafür gibt's ja diese schöne Option. Impossible. Are you okay? I had no idea she was that strong. I believe she was holding back, too. Her combat style is most unique. I couldn't even hazard a guess as to what school she represents. I guess this means... Yep. Decision's final. Chalk one up for the educator. Group A and Group B will be heading to their destinations this weekend as planned. Good luck, everybody. I'll be expecting souvenirs.
a little something from the Academy. Und so muss das jedenfalls aussehen. Ne? So muss es auch gleich wieder aussehen, wenn ich fertig bin, wohl bemerkt, aber so hat das auszusehen. 80 Punkte insgesamt, 25 allein jetzt schon wieder in dem Stückchen geholt. Thank you for traveling with the Trail of Code Steel oder so ähnlich. Trotzdem müssen wir noch ein bisschen uns anhören. Ich hoffe mal, sie reden direkt wieder, weil ich den Ton laut habe. I don't sense anyone else on this floor. Seems like everyone's already out of their rooms. Suppose I should head down too. Okay, und alles Seltene etc. wurde wieder von den anderen abgenommen. Anyway, ich spiele nach. Wir sehen uns morgen wieder. Bye bye! Die Abenteuer von Reen und seinen Freunden aus Class 7 gehen beim nächsten Mal noch weiter. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei meinen Patreons für ihre Unterstützung. Ich möchte mich bedanken bei dir fürs Zusehen des Videos. Und wenn es nicht schon passiert ist, liken, subscriben und den ganzen anderen Kram. Bis zum nächsten Mal.